Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge der Devil's Harvest Mod. Wir spielen heute den Greedier Mode. Ich habe ihn eben gerade aufgenommen mit Lilith und, Junge, ich habe zwei neue Items gesehen im ganzen Greedier Mode. Wuhu, das war richtig lustig. Diese Aufnahme erspare ich euch mal. Ich hoffe, wir kriegen jetzt jemand anderes. Ich meine, Lilith ist schon ziemlich stark im Greedier Mode, weil du ihr Space Item jedes Mal ziemlich einsetzen kannst. Wenn ich jetzt nochmal Lilith bekommen hätte, ne? Okay, wir haben den Keeper. Scheiße, das wird jetzt ein bisschen sehr schwer. Möchte ich schon fast sagen. Okay, ein HP-Upgrade. Ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll. So, machen wir das mal hier kaputt und wollen wir was risky-misky machen? Ich glaube, ich mach gleich was richtig risikohaftes. Erstmal gucken wir hier rein. Okay, dann haben wir Mr. Squeezy. Das ist doch schon ziemlich cool. Irgendwie will ich doch nichts Risikomäßiges mehr machen. Vielleicht diese Kiste hier holen. Oh Gott. Okay, will ich da was risikohaftes machen? Nein. So, auf jeden Fall müssen wir mit ihm jetzt sehr oft das Space-Item einsetzen. Genau. Damit wir gut Münzen bekommen. Sag mir nicht, das ist ein Sticky Nickel. Okay, ist kein Sticky Nickel. Gut, ich möchte dich haben, Mr. Squeezy, auch wenn du kein neues Item bist. So, immer schön einsetzen, immer schön Geld generieren. Oh, das wird ziemlich hart, den Greedier Mode mit dem Keeper. Holy shit. Ich habe den Keeper lange nicht mehr gespielt und den Greedier Mode auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass er ziemlich gefährlich ist, nicht wahr? Du bekommst hier weniger Geld, hast stärkere Gegner. Und ich dachte schon, da ist das Void Portal. Ich war sehr verwirrt gerade. Mach's kaputt hier, Space Item einsetzen. Wenn wir jetzt ganz viel Luck abbekommen, ne? Oder, wir brauchen die Car Battery, damit wir mehrere Space Items auch. Also, das Space Items öfters aktivieren. Das wäre super. Car Battery ist super in diesem Modus zusammen mit dem. Der Keeper. Okay, okay. Ist schon mal gut, dass wir einen Triple Shot haben. Hoffentlich spielt der Rest mit. So, weg mit diesen Steindingern. Hätte ich die jetzt nicht rechtzeitig getötet, wären die nochmal in der nächsten Welle geblieben, nicht wahr? Diese Steintypen, die verschwinden ja erst, wenn alle Gegner tot sind. Und wenn noch mehr Gegner spawnen, dann ist es denen scheißegal, dass sie zu der alten Welle gehören. Dann ist das denen scheißegal. Einsetzen. Sehr gut, wir können sogar noch eine Münze holen. Oh, ich mag das irgendwie mit dem Creeper zu spielen. Mit dem Keeper. Ich sehe dich. Na, wie viele Wellen haben wir denn jetzt noch vor uns? Das ist die letzte Welle, genau. 9 Stück gibt es. Und dann auch noch 3 Bosse danach, die man bekämpfen muss. Schön einsetzen. Sehr gut. Ja, dann schnappen wir uns jetzt Mr. Squeezy und haben auf jeden Fall eine gute Fire Rate erstmal für den Anfang. Es muss noch besser werden auf jeden Fall. Aber minus 3 schon. Okay. Da ist der Wirecode-Hänger. Ich versuche das jetzt erstmal so zu machen. Vielleicht kriegen wir noch genug Geld. So. Jetzt dürfte ich eigentlich theoretisch das Geld nicht aufheben. Ich müsste jetzt warten, bis ich getroffen werde. Oder beziehungsweise warten, bis wir fertig sind mit den ganzen Bossen hier und dann abhauen. So. Komm schon, Keeper. Der Wirecode-Hänger wäre schon ziemlich cool. Einsetzen. Oh boy. Das könnte ein bisschen lange dauern hier, bis wir fertig sind mit dem Kampf hier. Das könnte ein bisschen lange dauern. Immerhin haben wir einen Triple Shot, nicht wahr? Okay. Oh shit, hat mich eingesogen. Das wurde knapp, das wurde sehr knapp. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das wird kacke. Wieso müssen wir so einen Tank bekämpfen? Das ist so, als müsste Mercy gegen Reinhard kämpfen. Bam, bam, bam. So fühle ich mich gerade. Okay. Sehr gut, die Lebensleiste sinkt langsam und langsam und langsam und du müsstest sterben, richtig? Laut Skript und ich habe jetzt alle Münzen aufgehoben, nicht wahr? Na, das ist ja super. Warte mal, die ganzen Kackhäufchen, kann ich die kaputt machen? Droppen die etwas? Naja, darum kümmern wir uns später. Erstmal kümmern wir uns um diesen Typen hier. Der hat Priorität. Bloß nicht treffen lassen, bloß nicht treffen lassen. Ich habe jetzt keine einzige Münze, mit der ich mich heilen kann. Oh weia. Oh weia. Okay. Oh, da, 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 da. Ja, ist spannend, ne, nicht wahr? Immerhin können wir jetzt, haben wir genug Geld, um Wirecode-Hänger zu kaufen und auch noch einen Schlüssel für den Itemraum. Immerhin, Mann, immerhin. Wir müssen positiv denken. Und lasst uns schon mal an die Items denken, die wir da bekommen können. Wie zum Beispiel. Ja, genau, dieses Item, genau, das ist krass. So, mach mal die Kackhäufchen hier kaputt. Vielleicht spawnt er etwas. Aber ein Boss räumt Spawn ja nichts in Kackhäufchen, oder wie war das? Naja, also wenn es von Bossen auch noch generiert wird. Gut, nehmen wir das hier mit. Stopp ist auch ein sehr krasses Item, aber ich brauche mein Space-Item für Geldgenerationen. Nein, für Geldgenera... Oh mein Gott, Triple Dr. Fetus? Warte, nein. Nein, 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 nein. Ich möchte Tränen haben. Ich möchte Tränen haben und ja. Darauf bestehe ich. Wir haben keine Münze gedroppt bekommen, aber es ist auch nur der Kollege hier. Den sollten wir jetzt easy hinbekommen. Wir dürfen uns nur nicht irgendwie austricksen lassen von den Spinnen hier. Nein, ich behalte jetzt meine Tränen. Ich meine, Dr. Fetus wäre zwar lustig, aber würden wir jetzt was Cooles finden, wäre ich wieder traurig. Und wir müssten dann Set Bombs finden, um dann coole Tränen zu sehen. Und das ist kacke. So, würden wir normal spielen, wäre es lustig. Aber wir spielen eine Mod mit 9 coolen Items, die ich alle haben möchte. Also, wo sind die?
Okay, das nehmen wir mit. Da haben wir jetzt ein paar Bomben. Sehr schön. Das nehmen wir natürlich nicht mit, sonst sterben wir. Fünf Bomben haben wir hier also, nicht wahr? Okay, will ich hier etwas sprengen? Ich glaube nicht. Geheimraum kann auch nicht hier sein. Gut, dann verschwinden wir jetzt erstmal in die nächste Ebene und gucken mal, was wir dort haben. Bye-bye, Dr. Fetisch. Tut mir leid, ich kann dich nicht mitnehmen. Ein Holy Mantle wäre es übrigens super, damit ich in die Zacki-Zacki-Reime reingehen kann mit dem Keeper. Okay, spawnen wir erstmal auf einem Loch. Super. Das gibt mir noch ein paar Bomben mehr. Okay. Ups. Sieben Bomben haben wir. Aha, aha. Lass uns erstmal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwie einen Schlüssel bekommen. Kohle ist auch super. Kein Schlüssel. Wartet mal. Ich will Kohle haben. Aber erstmal generieren wir hier ein bisschen Geld. Steam Sale. Okay, wir können uns Kohle schnappen. Das ist ja richtig. Das läuft ja richtig gut hier gerade. Okay. Ja, ja, mit der Kohle haben wir einen Schlüssel. Wir haben hier einen Schlüssel. Pingo. Pingo, wer ist das denn? Lass mal noch einmal rerollen, zu gucken, was wir da so bekommen können. Nichts Cooles, lass aber noch mal rerollen. Wenn wir den Automaten schon haben, dann sollten wir es nutzen. Spider-Mod ist ja vielleicht ein bisschen witzig. Okay, ich habe das Gefühl, dass sie im Greedier-Mode auf jeden Fall den Pool nicht so angepasst haben. Und im Greedier-Mode hast du verdammt... Ah, gibt's hier überhaupt neue Items im Greedier-Mode? Das frage ich mich gerade, Mann. Ich reroll noch mit den Münzen, komm schon. Wenn schon, denn schon. Oh, der hat alle gefressen, ohne zu rerollen. Das ist immer das Schlimmste. Das ist immer das Schlimmste. Naja, was haben wir hier? Piercing-Shots, okay. Okay, es ist auf jeden Fall nicht schlecht hier. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht hier, was wir haben, aber es ist halt keine Mod, Mann. Wir haben nur die Musik installiert anscheinend. Nur die Musik ist installiert. Das Gefühl habe ich hier gerade. Oh mein Gott. So, aktivieren. Oh shit, gib mir die Münze. Ist nur blöd, wenn wir getroffen werden und eine Münze aufheben, dann bekommen wir das nicht gut geschrieben als Geld, sondern ist halt nur ein HP-Upgrade. Und ja... Geld ist aber schon sehr wichtig hier. Sehr gut. Na, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den Keeper. Oh, mit dem Keeper gleich noch. Eieiei, das wird noch schwer. Wir brauchen jetzt unbedingt so richtig krasse Items. Sehr gut. Sehr gut. Einsetzen. Oh mein Gott. Die Typen hier drüben machen mir ein bisschen Panik und das Geräusch ist auch sehr ekelhaft. Und ich möchte nicht gegen wieder einen Tanky Dude spielen. Nein, ich möchte nicht, Mann. Okay, diesmal haben wir verdammt viel Pech mit den Münzen. Bloß nicht auf mich chargen, sonst bin ich Geschichte. Mein Speed ist auch gerade nicht so prickelnd. Okay, her damit. Okay, schön. Geld generieren, Geld generieren, Geld generieren, Geld generieren. Wieso haben wir einen minus 2 Lack? Komm schon. Okay. Okay. Okay, wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, mit dem Geld, aber nicht alles aufheben, nicht alles. Das darf auf jeden Fall danach aufheben, wenn wir Heilung geschnappt haben. So, ich weiß aber nicht, ob zum Beispiel, wenn ich jetzt Heilung benötige, aus einer 5er Münze eine 4er wird. Ist das so? I don't know. So, machen wir jetzt erstmal das hier. Geld generieren, Geld generieren, Geld, Geld generieren. Ein richtiger Businessman hier, dieser kleine Keeper. Richtiger Businessman. Ups. Ups, Attacke, Attacke, Attacke. Ja, wir bräuchten noch ein bisschen mehr Fire Rate, ne? Wirecord-Hänger und Mr. Squeezy sind irgendwie gar nicht so cool. Ich habe irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen bessere Fire Rate vorgestellt, wenn ich beide kaufe. Aber naja, so kann man enttäuscht werden. So kann man enttäuscht werden. So, mit allen drei Schüssen hier treffen, damit wir maximalen Damage haben. Eigentlich müssten wir auch noch Abstand halten. Jetzt weiß ich halt nicht immer, Abstand halten oder... Ja, Abstand halten ist, glaube ich, am besten. So, für den besten Damage... Okay, könntest du sterben? Dankeschön. Das ist die Frage. Jetzt schnappe ich mir etwas. Okay, wir bräuchten theoretisch Speed-Up, aber... Jetzt ist auch egal, nicht wahr? Ja, dann machen wir jetzt den nächsten Boss und gucken, was wir für einen Deal bekommen. Ein Angel-Deal, hoffentlich. Damit ich den vielleicht mitnehmen kann. Mal gucken, ob es hier coole Angel-Deal-Items gibt. Und das ist auf jeden Fall ein richtig Scheißraum. Oh Gott, und wir haben nur eine Münze, um zu heilen? Das ist doch mehr als genug, nicht wahr? Mehr als genug, richtig. Oh mein Gott, ich wurde da fast erwischt. Oh, ich hab ein schlechtes Gefühl. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache hier. Abstand halten, Abstand halten. Maximalen Damage rausholen. Okay. Ich frage mich gerade, wäre das cool, wenn man theoretisch anzeigen würde links. Weißt du, so ein Damage geht dann hoch mit Kohle, dass der anzeigt, wie viel Damage du jetzt dazu bekommst, wenn du Abstand hältst vom... Nee, das kann ja nicht sein. Da müsst ihr dann den Abstand von einem Gegner berechnen, aber es gibt ja mehrere in einem Raum manchmal. Und deswegen ist das alles sinnlos und dumm. Holly, du bist dumm. Na, Krampus? Nein, wir bekommen noch ein Item und... Oh.
Das macht auf jeden Fall Convert to Damage. Warte mal, ich kann... Oh nein, ich kann mein Herz converten to... Oh mein Gott, okay. Ich brauche jetzt ein HP-Upgrade. Ich krieg's, ne? Ich krieg ein HP-Upgrade irgendwo. Ist da oben im Shop ein HP-Upgrade? Ich guck mal ganz kurz. Kein HP-Upgrade. Ha, das ist ja witzig. Oder ist dieser 7er ein HP-Upgrade, diese extra Hand? Okay, auf geht's. Nächsten Raum. Und hoffentlich finden wir jetzt unten rechts ein HP-Upgrade. Komm schon. Ich habe halt was riskiert, Mann. Wir haben Damage dazu bekommen, also... Okay, ein neues Item. Lanny, Tiershop. Okay, aber wieso? Hat das irgendwelche Nachteile? Ich traue Lanny irgendwie nicht über den Weg. Hier ist ein HP-Upgrade, wunderbar. Stalker. Oh, das wäre jetzt super, wenn wir dieses Trinket hätten, weißt du? Und zusammen dann mit... zusammen mit... Wie heißt es? Mit dem Smelter. Das wäre super. Okay, pass auf, den nehme ich auch mit. Ich bezweifle irgendwie dran, dass wir jetzt neue Items sehen werden. Okay, gib mir das schon mal ganz kurz, dann sprengen wir dich. Boom. Kommt man alles ran hier, bekommt noch einen Schlüssel und Two of Diamonds. Okay. That's nice. Ah, hat mir eine Münze geklaut. Okay. Das ist ein Cube of Meat, super. Wir haben ein HP-Upgrade bekommen. Das ist super alles. Ich schnappe, glaube ich, noch das hier und spreng euch Kollegen mal ganz kurz. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Heilige Scheiße. Okay. Dann pass auf, bevor wir Two of Diamonds einsetzen, gehen wir jetzt erstmal weiter und generieren ein bisschen weiter Kohle. Und dann setzen wir Two of Diamonds ein und vielleicht bekommen wir sogar eine kleine Blank Card und so ein kleiner Game Break, weißt du? Ein Game Break, um die neuen Items zu zwingen zu erscheinen. Okay, erstmal vielleicht nicht sterben. Ja, das ist gut. Gute Idee, Mann. So, wir haben eine Fire Rate von 17, ist aber fühlt sich immer noch scheiße an. Meine Güte. Der Keeper und seine Fire Rate, das ist echt kacke. Oh Gott. Da war ich fast einer von euch. Beziehungsweise fast in euch, ehrlich gesagt. Tut mir leid. Falls ich jemanden wehgetan habe und der nicht mehr sitzen kann jetzt. So. Aktivieren. Schön mit dem Cube of Meat rein. Zack. Schön in den Nahkampf gehen. Wir haben eh nichts zu verlieren. Oder so. Ah, die Musik ist viel zu fröhlich, Mann. Viel zu fröhlich. Komm schon. Du, ta. Wo sind wir hier, Mann? Ach, so. Okay, und das ist die letzte Welle mit so einem Riesen, der mich fast getötet hätte. Super. Toll. Das ist ja prickelnd im Bauchnabel. Okay, machen wir weiter. Wir machen natürlich weiter. So, Geld generiert. Sehr schön. Heilung generiert in diesem Falle. Okay. Ja, guck mal. Wir machen schon gut Damage. Aber das liegt daran, dass wir Piercing-Shots haben. Und er besteht sozusagen aus drei Körperteilen. Die kriegen jeweils unterschiedlich Damage. Das ist halt das Coole an diesen Gegnern. So. Bumbebabisch. Two of Diamonds haben wir hier bekommen. Two of Diamonds. Junge, deine Shotspeed ist ja richtig krass hier. Jetzt hör mal aber auf hier. Oh, gleich wird er auch auf mich zurennen. Das wird ekelhaft. Ich müsste ihn dann ganz schnell bekämpfen, wenn er gleich vom... Genau. Okay, sehr schön. Und sterben. Perfekt. Wie nach Skript. So, mal gucken, was der... Oh, mein heiliges Scheiße. Okay, das ist so einer. Okay, das tat weh. Das tat ein bisschen weh. Okay, Konzentration. Ihm tut's auch weh. Tu nicht so. Sehr gut, zwei gespawnt. Das heißt, er wird gleich seinen Brimstone abfeuern. Oder auch nicht. Oh, shit, Mann. What? Da hat er, glaube ich, selber nicht verstanden, wie sein Brimstone gerade geflogen ist. Oh, das sind schöne Items, die ich alle nicht mitnehmen kann, die aber auch nicht neu sind. Okay, Leute, das ist jetzt ein bisschen blöde, dass wir im Greedier-Mode, ne, dass ich extra jetzt noch eine neue Folge aufnehme, um euch neue Items zu zeigen, gar nicht mal so oft neue Items auftauchen, weil anscheinend wurde hier der Pool nicht so richtig angepasst, beziehungsweise ist ganz normal. Two of Diamonds. Pass auf, ich nehme dich mit und spreng mal. Ich glaube, das ist, macht mehr Sinn. Yves Mascara. Ich glaube, ich setze dann Two of Diamonds lieber jetzt ein. Reroll mal damit. Kein neues Item, das sehr wichtig und cool ist. Ja, du bist ganz gut. Vor allen Dingen im Angebot. Aha, das ist ein komisches Trinket, welches ich mal ignoriere. Der D100. Nee, das würde mich, glaube ich, eher komplett umbringen, wenn ich jetzt mit dem D100 arbeiten würde, oder? So könnte ich mir aber neue Items erzwingen, so gesehen. Mm-hmm.
Oh Junge, was habe ich getan? Das ist ein Gabi-Auge. Und wir haben... Ach so, dieses Item. Oh mein Gott, was ist denn aus mir geworden? Was ist aus mir geworden? Hilfe! So, ich nehme dich einmal mit und ich nehme Hive Mind mit. Und Luckup nehme ich auch mit. Super Chaos. Oh, da kommen wir der Sache ein bisschen näher, nicht wahr? Okay, hier mit dem Schlüssel. Wunderbar. La 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 la. Das geht besser, oder? Das geht besser, Mann. Das geht besser auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall noch ein Cricket-Item. Wie viel Damage machen wir? 6er Damage. Judas Shadow haben wir auch gefunden. Und wir haben die Green Isaac-Transformation. Ich bin Green Isaac? Oh mein Gott. Was ist denn ein Green Isaac? Das sehe ich jetzt nicht, weil ich keine Tränen habe. Okay, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr langsam. Ach du Scheiße, Speed von 10. Was ist denn ein Green Isaac? Okay, wir sind es auf jeden Fall. Die Musik ist verlangsamt. Irgendwie ist alles langsamer geworden. Kann das sein? Oh, zeig mal her. Sind die jetzt hier auch langsam? Bitte, ich hoffe, die sind langsam. Okay, wir haben Proptosis. Das ist schon mal sehr schön oder so. Ja, die Musik ist langsam. What the fuck ist hier denn los? Ich gehe jetzt nach oben. Was haben wir hier für Items? Wahrscheinlich ist dafür unsere Shot-Speed enorm hoch. Ja, das wird sein. Okay, ich hätte gern einen Schlüssel, den schnapp ich mir hier. Toll, toll, toll. Und damit öffne ich jetzt das hier. Infestation 2 ist gebonkt, Partner. Let's go. Weiter geht's. Mit dem D100 machen wir jetzt Stuff. Stress. Ja, tatsächlich, die sind alle langsam, ne? Dafür sind wir auch langsam, aber... Oh mein Gott, das Aufladen. Ach du Scheiße. Green Isaac. Oh nein. Ich muss gleich, glaube ich, nochmal rerollen, oder? Wobei, meine Geschwindigkeit bleibt ja gleich scheiße. Oh, du Troll, du. Oh, du Troll. Und rein. Okay. Ich kann also nicht schnell... Doch, ich kann schneller schießen. Ich kann auch jetzt schon... Okay, ich setze noch nicht ein. Oder? Setze ich ein? Nein, ich will das Geld erstmal haben. Wo ist denn jetzt dein Herz, das ich töten kann? Sehr gut, geht doch. Und... Bingo. Ja, gleich setzen wir es einfach mal ein. Mitnehmen und einsetzen. Let's go. Mal gucken, was wir noch so bekommen. Einen Mülleimer haben wir bekommen. Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. Wow, wow. Ich schieße einen Brimstone die ganze Zeit. Einfach so. What? Ach du Scheiße, ist das cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das cool. Das ist ein Mülleimer. Ich bin gerade richtig beeindruckt von... Wow, was ist das? Was ist das für ein Item? Was kann das sein? Kann man jetzt auch schlecht sagen, weil die Delirium... Also die Items werden nicht angezeigt, leider hier und rechts. Da geht die Liste nicht ganz runter. Wow, das ist eine geile Kombo. Das sind die Items, die ich noch suche. Ist nur alles ein bisschen sehr langsam, aber ansonsten ist cool. Und der Mülleimer droppt auch jetzt diese Müllsäcke. Cool. Cool, cool, cool. Aber wahrscheinlich auch ab und zu gegnerische Fliegen, ne? So wie ich dich kenne, Spiel. Okay, was war hier unten nochmal? Ein kleiner Snack. Okay, nehmen wir mal ganz kurz mit. Und weiter geht's. Wir rerollen gleich nochmal. Krass, dieser Brimstone, der einfach ab und zu schießt. Das ist ja cool. Das ist ja mächtig. Holy shit. Wir machen aber gleich weiter, Mann. Wir rerollen, ne? Damit wir schön neue Items sehen. Und vielleicht finden wir noch ein paar Tiers-Up-Sachen. Ich hoffe, ich bekomme nicht nur Breakfast. Ich hoffe, es wird sich die ganze Zeit einfach so durchmischen, ne? So, genau, wir müssen ja hier alles... Also, wir können alles kaputt machen. Stimmt ja. Was ist das hier? Das ist der Chelix. Oh Gott, setz dich nicht ein. Das sieht irgendwie nach Tod und Verderben aus. Tod und Verderben. So. Da. Jetzt habe ich den Steam-Cell nicht mehr. Das ist natürlich blöd. Aber was, wenn ich den Steam-Cell nochmal bekomme? Ja. Oh. Nehmen wir mal Gappis Paw mit, obwohl ich gar nicht Gappi werden will. Aber wir können es rerollen, das ist schon mal sehr schön. Und wieso habe ich so viele Items im Shop? Oh, das war so ein kleiner Typ, der mich ärgern wollte. Okay, gut, rerollen wir nochmal. Was bekommen wir? Noch eine Transformation, Belzebub. Und was haben wir für Tränen? Oh mein Gott, ich schieße Monstros. Ist es dein Ernst? Ich muss rerollen. Ich würde sterben. Ich bin tot. Ich schieße Monstros. Ist das dein Ernst, Mann? Ist das dein Ernst? Ich schieße Monstros? Aber nur auf Gegner, nicht wahr? Und wenn keine Gegner drin sind, was dann?
Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich muss es jetzt irgendwie aufgeladen bekommen oder sowas. Keine Ahnung, das nehme ich jetzt mal mit. The Challenge. Ich weiß nicht, was The Challenge macht. Vielleicht soll ich das auch lieber einsetzen. Oh Gott. Okay, das hat mich geheilt aus irgendeinem Grund. What? Das macht keinen Sinn, wir sind der Keeper. Gut, wenn aber ein Raum voller Gegner ist, dann wirst du auf die fliegen, ne? Ja, oder? Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Kacke, wir können es rerollen, aber ich will einmal kurz kämpfen mit dem Teil. Oh, shit. Oh, shit, 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 shit. Wir haben 9 Leben, also kein Problem. Kein Problem, kein Problem. Komm, kämpf weiter, kämpf weiter. Wir schießen mit Monstro, als ob man. Okay, 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 cool. Autsch, das war jetzt auf mich. Das ist nicht cool. Da waren Gegner noch. Oh nein, wieso auf mich, Mann? Ich reroll die Scheiße. Ich reroll die Scheiße. Okay, weg damit, weg damit. Was haben wir jetzt hier? Oh, wir schießen ihn immer noch? Nein. Ich habe jetzt Furzschüsse, oder was? Das ist so eine Trollmod. Das ist ja unglaublich. So, her damit. Was ist das hier? Vorteil Dauer Energy vielleicht, zufällig? Das ist die Fuck the Game-Pille. Funktioniert nicht mehr, Isaac, okay. Interessant, interessant, interessant. Gut, dann schließen wir mal kurz und machen nochmal neu. Denn der Run war schon ziemlich witzig, meine ich schon fest. Ja, gut, synchronisiert, alles klar. Wir starten nochmal neu, wir starten nochmal neu. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ist nichts passiert, ist alles super. Let's go. Lass uns nicht aufhalten hier, ne? Kann ich auf Continue klicken? Ich kann auf Continue klicken. Gut, schlimm wird's nur, wenn ich nicht auf Continue klicken kann, kurz vorm Ende. Okay, wir schießen immer noch Monster, glaube ich, oder? Ist es? Nein, 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 wir haben das hier. Okay, stimmt, 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 stimmt. Pass auf, dann, jetzt sind hier plötzlich mehrere Items. Ich check nichts mehr. Er frisst meine Schlüssel! Sich jetzt erst. Okay. Kein Schlüssel dazu bekommen. Wartet mal, das ist ja alles komplett anders aufgebaut hier. Das ist ja alles komplett anders aufgebaut. Okay, da gab es Power drin jetzt. Genau, genau, genau. Und wir bräuchten jetzt eine Batterie. Das wäre ziemlich cool. Eine kleine süße Batterie. Das ist ein Schlüssel. Den könnte ich mal kurz mitnehmen. So, vielleicht noch einen Schlüssel. Noch einen kleinen Schlüssel. Okay, bevor er mir das wegsnackt. Warte mal, kann er jetzt die ganze Zeit nicht Schlüssel essen? Nein, er frisst. Oh, er lässt sie komplett verschwinden. Wow, was für ein Arsch. Was für ein Arsch, Mann. Komm, können wir auch so kaputt machen. Fällt mir gerade auf. Kann ich auch so rerollen? Tatsächlich, so kann ich auch rerollen. Komm schon, Batterien. Wo sind die Batterien? Okay, das setzen wir... Nee, das ist kacke. Das setzen wir dann doppelt ein, die 100. Und das ist ziemlich... Warte mal, frisst er auch Batterien? Der frisst auch Batterien, oder? Bestimmt frisst er auch Batterien. Wir haben hier keine Batterie. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Pass auf, dann machen wir jetzt Welle für Welle und setzen die Pille nicht ein, auf jeden Fall, die wir finden. Komm, setzen wir ein. Jetzt kommt Monstro, nicht wahr? Ja, jetzt kommt Monstro. Okay, das Problem ist nur, dass wir jetzt auf jeden Fall... Oh, scheiße. Okay, okay, das ist hier das Spear. Okay, alles klar, setz dich einfach mal ein. Komm, schön drauf da, schön drauf da. Ups, 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 nicht auf mich, nicht auf mich. Das ist ein Gegner. Hast ihn? Sehr schön. Jetzt ist er auf mich geflogen, Mann. Weil die Gegner zu spät gespawnt sind. Zu spät gespawnt. Okay, warte, wir setzen das hier ein und bekommen jetzt die nächste Transformation mit Z-Bombs. Die ist auch jetzt anders, glaube ich, ne? Okay, was? Oh nein, was ist das denn hier? The Lovers. Ich muss jetzt echt nur mit diesem Giftgas kämpfen? Ich hoffe, das macht genug Damage. Okay, 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 okay. Autsch, 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 autsch. Komm schon. Sehr gut, er ist gestorben. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier würde ich jetzt gerne rerollen, ehrlich gesagt. Aber anscheinend ist das nicht möglich. Was haben wir denn hier so drin? Hallo? Ja, das nehme ich mal mit. Und den Geheimraum sehen wir jetzt. Gut, ich weiß nicht, wie ich damit jetzt kämpfen soll. Okay, ich schieße ab und zu... Nee. Haben wir ein Laserbaby? Wir haben ein Laserbaby, ne? Ja, da ist es. Okay. Das ist jetzt ein kleines Problem. Und zwar habe ich jetzt keine Batterien. Das ist scheiße. Okay, let's go. Let's go, let's go. Soll uns nicht aufhalten. Machen wir halt trotzdem hier fertig. Wir können nur mit Fürzen kämpfen. Das ist ja scheiße. Das ist ja scheiße. Und sind auch noch so langsam, ey. So, her mit der Kohle. Ich kann auch noch Bomben legen, aber was bringt das hier? Okay, Black Rune. Das kann auch nochmal Damage machen. Oh, 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 Mann. Oh, oh. Ba-ba-ba-ba. Was mache ich denn jetzt hier? Plan C? Nee. Das ist scheiße. Wie komme ich jetzt an Batterien ran? Gar nicht mehr eigentlich. Ich könnte hier nochmal rein, kurz einfach mal testen. Wir haben ja noch ein Leben. Vielleicht komme ich noch irgendwie an irgendetwas ran. Nee, Pillen setze ich nicht ein. Auf keinen Fall, sonst stürzt das hier wieder alles ab. Aber vielleicht muss es ja abstürzen, damit wir nicht zu diesen 14 rerollen oder sowas. Okay, machen wir erstmal dich kaputt. Ja, wir müssen einmal vergiften und dann abhauen. Wow.
Wow, das ist eine richtig geile Combo. The Lovers. Was soll ich denn? Okay, ich mache auf jeden Fall Damage irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber ich mache Damage. Okay. Vorsicht. 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 So, ich muss euch anfurzen. Es tut mir sehr leid, Mann. So, die Fliegen haben wahrscheinlich gut Damage gemacht, aber jetzt habe ich keine Fliegen mehr. Jetzt muss ich die anfurzen und so töten. Das ist doch wahnsinnig. Das ist doch der reinste Wahnsinn. Das ist doch der reinste Wahnsinn. Hier, ich setze die Pille ein. Ich hoffe, das Spiel stürzt ab. Lay on Hands. Eine Batterie vielleicht? Das ist auch Lay on Hands. Lay on Hands. Nein, 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 ich wollte gar nicht hier... Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Ich bin zu schnell rausgegangen, oder was? 4 Leben nur noch. Das könnte jetzt ein bisschen gefährlich werden. Wir müssen hier ein paar Sachen kaufen, damit ich vielleicht noch eine Batterie irgendwie bekomme. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie... Irgendetwas bekommen. Keine Flieg... Oh, okay. Okay, cool, cool, cool. Nehmen wir mit. Stammzellen. Ich könnte Plan C einsetzen und die dann so erledigen. Okay, erstmal so einsorgen. Hier noch ein paar Fliegen, okay. Wir können sehr schnell furzen. Alles klar, was ist denn da unter? Ist das ein Schwarzmarkt? Nein. Warte mal. Wie mache ich das jetzt hier? Okay, gut. Wenn die Fliegen kommen, machen wir auf jeden Fall gut Damage. Und es ist keine Superform mehr. Doch, es ist eine Superform. Warte mal, ist er tot? Er ist tot, oder? Jetzt nur noch der. Nur noch der. Oh, shit. Und da wurden wir erwischt. Und da geht's los. Abstand halten und furzen. Abstand halten und das Laserbaby alles machen lassen. Okay, beide Laserbabys was machen lassen. Alles klar, vielleicht noch eine Bombe legen. Okay. Jetzt haben wir schon Z-Bombs, aber es bringt nichts, weil wir keine Tränen haben, Mann. Das ist ja voll deprimierend. So, komm, noch eine Bombe. Wir müssen damit arbeiten. Oh, fast habe ich mich selbst mit einer Bombe umgebracht. Das wär's, ey. Nein, er geht schon wieder. Er geht schon wieder. Das gibt's doch nicht. Chill doch mal jetzt ein bisschen. Okay, der kleine Vogel macht ihn fertig. Sehr gut, kleiner Vogel. Mach ihn fertig. Ja, du kannst es schaffen. Komm schon. Oh, ich sollte aufhören damit. Er ist tot, okay. Nice, kleiner Vogel. Mache ich jetzt noch diese Welle? Ich glaube schon. Let's go. Oh nein, es sind mehrere von denen. Oh, es sind 3 Stück von denen. Okay, ich sag dann schon mal RIP. Ich muss jetzt irgendwie in den Nahkampf gehen. Am besten von oben den Typen bekämpfen und dann weiter. Ich muss in den Nahkampf gehen. Ich muss einfach... Okay, wir sind tot. Egal, dann ignorieren wir das hier. Scheißen wir einfach auf diesen... Devil Deal. Und gehen weiter und versuchen einfach mal lieber irgendwie jetzt noch eine Batterie zu bekommen. Okay, wir sind weitergekommen. Scheiße, ey. Okay, let's go. Hier haben wir ein Geschenk. Das ist super. Das gibt uns ja auch immer so ein Item, ne? Aktivieren wir das hier nochmal. Hier noch ein bisschen Kohle. Soll ich mir das Geschenk holen? Oder reroll ich lieber zu etwas anderem? Lass uns lieber zu etwas anderem rerollen. Keine Batterie hier. Das ist ja deprimierend. Ah, oh, da haben wir endlich eine Batterie. Okay, das heißt, wir machen jetzt erstmal eine Welle und rerollen das hier, damit ich endlich mal mit normalen Tränen schießen kann. Wir haben Monstrous Lunge. Oh mein Gott, und ich muss aufladen. Oh nein, oh nein. Oh nein, ich habe Monstrous Lunge. Okay, ich mache das mal ganz kurz, weil ich meine Tränen sehen will. Let's go. Oh scheiße, wieso explodiert denn hier alles, Mann? Wieso explodiert denn hier alles? Was explodiert denn hier? Wieso explodiert alles? Ich verstehe nicht, was hier Explosionen verursacht. Ich verstehe überhaupt nichts, was da jetzt abgeht. Okay, wir müssen nochmal rerollen. Oh shit, ey. Wohin entwickelt sich das? Oh nein, wir haben diesen Laser. Okay, weiter geht's. Wie viel Damage machen wir? Ich hoffe, wir machen genug Damage. Okay, sieht gut aus tatsächlich. Das ist gar nicht so schlimm, dieses Getränk. Es nervt zwar ein bisschen mit den Stats, aber es ist gar nicht so schlecht, okay. Das ist gar nicht so schlecht, Mann. Vor allem mit ein bisschen Abstand. Ich habe auch ein bisschen gehofft, dass wir ein HP-Upgrade bekommen, aber scheint nicht so der Fall zu sein. Oh, was wir für einen Reroll wahrscheinlich bei Ultra Greed bekommen. Scheiße, Mann. Das wird auch noch ziemlich ärgerlich. So. Weiter. Sehr gut. Und go. Machen wir diese Welle jetzt auch noch mit dieser Combo? Oh oh. Schön konzentrieren. Sehr gut. Das spawnt ja einfach in einem und ich lege auch noch diese Kackhäufchenbomben. Scheiße, Mann.
Muss jetzt auch noch auf mich aufpassen, dass ich hier keine Kackhäufchen lege. Alles klar. Und die nächste Welle vielleicht auch noch. Komm schon. Oh, das ist diese Welle. Stimmt ja, warte mal. Oh, wir haben ja jetzt Ultra Greed als nächstes. Und wir werden auf jeden Fall noch einmal rerollen. Vielleicht mal mehrmals. Und dann entscheiden wir uns mal für eine Combo. Was haben wir hier drin? Okay, super. Einfach nur fliegen. Toll. Okay, okay, okay. So, einmal das hier. Guten Tag. Streichholz bekommen wir. Das ist ja super. Das ist ja nett. Okay, pass auf. Ich glaube, ich reroll einmal. So, mal gucken, was wir bekommen. Neue Items oder so? Irgendwas laden wir auf. Okay, wir haben diesen Fluch. Oh nein, wir haben den Fluch. Das ist nicht gut. Das sieht sehr geschmeidig aber aus. Ne? Guckt euch das mal an. Wusch. Das sieht cool aus. Aber leider kann ich das nicht mitnehmen. Leider kann ich das nicht mitnehmen. So, rerollen wir nochmal. Okay. Wieso steigt mein Damage jetzt um 3% die ganze Zeit? Sterbe ich, wenn das irgendetwas erreicht? What the fuck? What the fuck? Soll ich das mal mitnehmen? Und wir, also wir gucken, wie das so ist. Wir gucken, wie das so ist. Wieso? Ah, wenn ich mich bewege, resettet sich das. Okay, wie krass können die denn werden? Zeig mal her. Wie, nee, das will ich dann rerollen. Das ist gegen ich kann nicht einfach stehen bleiben bei Ultra Greed. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, wie krass das werden kann. Okay, wow, 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 wow. Alter, hat das gar kein Ende, oder wie? Ach du Scheiße, mit Zäumilk. Okay, okay. Oder gibt es ein Ende? Ich warte jetzt mal ganz kurz. Nicht bewegen. Und wir sehen jetzt mal ganz kurz, wie die Tränen immer größer und größer und größer werden, nicht wahr? Ja, yep. Okay. Das ist natürlich eine krasse Kombo mit Zäumilk, aber ich kann... Nein, das geht nicht. Ich kann nicht stehen bleiben. Ich kann nicht einfach so stehen bleiben, außer ich habe Gnawed Leaf irgendwie. Oh, scheiße, Mann. Das dauert aber schon extrem. Okay, wir sind bei 3. Sehr gut. Mit Gnawed Leaf ist es auf jeden Fall super. Können wir stehen bleiben und dann immer, wenn der Moment es zulässt, einfach wieder angreifen. Geht das jetzt ein bisschen in Unendlichkeit? Ich will jetzt aber nicht so lange warten hier. Krass. Okay, das ist eine coole Idee auf jeden Fall. Oder kann ich mich bewegen? Nein. Ah, ich muss rerollen. Ich muss leider rerollen. Weg damit. Oh, wir haben Super Bum. Uhu. Und wir haben eine Zigarette. Oder ist das ein Joint? Was macht dieser Joint? Ja, sieht jetzt nicht so prickelnd aus, nicht wahr? Habe ich überhaupt noch die Möglichkeit, irgendwie coole Items zu bekommen? Oder haben wir schon alles? Wir haben Spun, okay. Und wir haben so einen komischen Laser, den wir schießen können. Und irgendwas Krasses laden wir hier gerade auf. Was ist das? Was ist das? Okay, das sieht cool aus, Mann. Ich weiß nicht, was das ist, aber es sieht cool aus. Pass auf, ich nehme jetzt einfach den Reroll mit, Mann. Ich gehe jetzt einfach weiter. Wow, sieht das cool aus. Das ist ja geschmeidig. Was ist das denn für ein geiler Brimstone? So ein Tentakel-Brimstone. Okay. Ultra Greed. Let's go. Bekämpfen wir den mal. Zack, 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 zack. Okay, bloß nicht sterben jetzt. Bloß nicht sterben, sonst wird das ein bisschen problematisch. Ich will auf jeden Fall noch einmal rerollen dann. Ich will auf jeden Fall dann noch einmal rerollen. Wenn er in die zweite Form geht, gehe ich auch in die zweite Form. Zeig mal her. Oh mein Gott. Oh, scheiße, mein Gott. Okay, her mit der Münze hier. Okay, das ist super. Nein, das ist nicht gut. Scheiße, aber ich will es eh rerollen. Okay. Ah, oh, das ist ja kacke. Wir machen kaum Damage hier. Kaum Damage. Zack, 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 zack. Keine Ahnung, was das für ein geschmeidiger Brimstone ist, aber er ist echt geschmeidig. Und wir machen aber nur kaum Damage. Das ist das Beschissenste gerade. Aber wir haben den Rage-Effekt, oder? Ja, stimmt. Oh, Polyphemus habe ich auch. Er hat sich geheilt. Er hat sich komplett geheilt, oder was? Oh, nein. Und ich bin tot. Oh, nein. Mein Damage ist auch nur im Nullerbereich. Was zum Teufel? Ich muss das entfernen. Ich muss das entfernen, Mann. Mache ich mehr Damage, wenn ich jetzt das hier auflade? Ich weiß gar nicht, was da aufgeladen wird. Ich habe keinen blassen Schimmer. Okay, ich setz das hier ein. Muss ich. Was habe ich hier? Ich habe keine Ahnung. Ich kann irgendwie nichts machen.
Jetzt plötzlich. Was? Was habe ich denn für eine... Oh, wir hatten kein Leben mehr. Ich habe keine Ahnung, was ich gegen Ende hatte, aber es war auf jeden Fall cool, mal ein paar neue Items zu sehen. Leider haben wir es nicht ganz geschafft, aber ich, Junge, was war das denn für eine Folge? Richtig verwirrend, Mann. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir schauen uns demnächst eine neue Mod an. Und zwar Genesis Plus, da gab es ein Update. Vielen Dank fürs Zusehen. Und das müssen wir jetzt erstmal verkraften, diese ganzen neuen Items. Tja, schade, dass wir es nicht geschafft haben, aber am Ende war ich einfach nur gebamst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Holly. Wir hatten sogar 12 Damage, aber ich habe nicht verstanden, was wir hatten. Hatten wir Kidney Stone? Libra hatten wir. Und irgendwie so einen komischen Hammer. Na gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.